mit uns? Was machen wir falsch? Sie als Presse? Wir als Presse, wir als NDR. Das kann ich Ihnen klar sagen. Sie lügen wie gedruckt. Das kann ich Ihnen klar sagen. Erstens haben Sie massiv gegen uns Langzeitarbeitslosigkeit, dass es nur so gekracht hat. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Arnold Dübel. Der Mann, das konnte man sehr schnell sehen, war wirklich nicht so ein bisschen daneben. Ne? Und Sie haben ihn von einer Talkshow in die nächste geschoben, um ihn wieder zu beweisen, aha, die faulen Arbeitslosen. Bis man uns schlicht und ergreifend die nackte Verelendung getrieben hat und uns millionenfach von den Tafeln abgeschmissen hat. So sieht's aus. Und dann uns auch noch per Zwangsverhältnung die Altersarmut treibt. Da hört der Spaß für mich auf. Und dann habe ich auch ein Problem damit, wenn dann die Flüchtlinge ins Land geholt werden. Da habe ich ein gewaltiges Problem damit. Man hat sich in diesem Land erstmal um die eigenen Leute zu kümmern. Und da macht dieser Staat gar nichts. So sieht's aus. Und wo ist die Rolle der Medien dabei? Ich sage erstens mal, dass Sie massiv gegen uns gehetzt haben und nicht zu knapp. Das ist einfach eine Tatsache. Ich sage, Sie lügen. Sie haben zum Beispiel gelogen bei einem Regelsatz. Da ist behauptet worden, die ehemaligen Sozialhilfeempfänger, denen würde es seit Hartz IV besser gehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Weil Sie nämlich alle Einmalleistung gestrichen haben. Und genauso geht es uns auch. Und da wird gelogen von morgens bis abends. Das ist einfach so. Ich könnte Ihnen noch mehr Beispiele bringen. In den Talkshows, was ist da gegen uns gehetzt worden? Da sitzen immer dieselben drin, nur wir nicht, um mal die Wahrheit sagen zu können. Da stimmt doch alles hinten und vorne nicht. Wo steht denn heutzutage noch die Wahrheit? Ja, ich informiere mich nur noch im Internet von der Presse und von den Medien, da gucke ich gar nicht mehr hin, das kann ich gar nicht mehr hören. Der wird doch nur gelogen. Welche Seiten sind das im Internet? Es gibt genug Blogs, es gibt genug Hartz-IV-Seiten, mehr als genug, da stehen die Probleme alle drin. Gucken Sie sich doch mal in den Jobcentern um. Erst ein Wahlraff musste in die Jobcenter gehen, damit mal die Wahrheit an die Öffentlichkeit gekommen ist. Die Medien lügen doch da nur, die stellen das Ganze auch noch als Erfolg dar. Wo ist denn der Erfolg? Ich sitze seit 11 Jahren in bitterster Armut. Vielen Dank kann ich dafür nur sagen. Aber Wallraff ist ja jetzt einer von den Mainstream-Medien. Aber er ist noch einer von denen, die auch mal die Wahrheit sagen. Die anderen lügen doch nur. Also gibt es doch in den Mainstream-Medien Leute, die Wahrheit sagen. Ganz speziell von den Öffentlich-Rechtlichen, darum geht es mir. Die lügen wie gedruckt. Und hier ist gehetzt worden gegen uns. Das Ergebnis können Sie ja bei den Tafeln sich mal angucken. Gehen Sie mal hin. Da soll doch mal ein Anja Reschke sich mal von den Tafeln hinstellen, die Sprüche loslassen. Das kann ich nicht mehr hören, was sie da erzählt. Um die eigenen Armen kümmert sie sich einen Scheißdreck. So sieht's aus. So, das war's. Ich habe keine Lust mehr. Danke.